Kapitel 6. Am Dienstagmorgen ließ Harry Victoria in Dracos und Winkys Obhut bei den Dursleys und apparierte zum Grimmelplatz. Er war belustigt zu sehen, wie dankbar er dieses Mal über Winkys Hilfe war. Draco hatte alles richtig gemacht, als er allein mit Victoria war, aber er fühlte sich nicht wie Harry sicher in der Babypflege. Harry war etwas zu früh dran und hatte erwartet, dass Snape bereits anwesend wäre. Er war überrascht, dass dem nicht so war, aber noch erstaunlicher war der Anblick in der Küche. Er starrte dumpf in den Raum, welcher nur 2 Tage zuvor wie ein verdreckter Abfalleimer ausgesehen hatte. Jetzt sah es makellos aus, die Verwandlung war erstaunlich. Neugierig ging Harry zu den Schränken, um sie zu prüfen. Alles innen drin sah sauber und geordnet aus. Er fühlte sich besser bei dem Gedanken, doch an diesen Ort einzuziehen und brühte Tee auf. Er war komischerweise stolz, wenn man bedachte, dass er selbst nichts gemacht hatte, um diesen Ort vorzeigbar zu machen. Als er sich Tee eingoss, hörte er, wie Snape das Haus betrat. Der Mann stand plötzlich still, als er in der Küche war. »Potter«, sagte er streng, »wie kommt dieser Raum zu diesem Grad an Sauberkeit?« Harry schaute ihn nur an. »Wollen Sie eine Tasse Tee?« Snape atmete schwer aus, blickte sich nochmal im Zimmer um und zu Harrys Überraschung nickte er dankbar. Snape setzte sich an den Tisch, während Harry eine weitere Tasse Tee eingoss und weitere Zutaten auf den Tisch stellte. Harry setzte sich mit seiner eigenen Tasse Tee und beobachtete Snape, wie dieser penibel seinen Tee vorbereitete, bevor er daran nippte. »Potter«, sagte er müde, »würdest du mir erklären, wie du es geschafft hast?« Harry merkte, dass der Mann außergewöhnlich abgezehrt aussah und er nicht so wirkte, als ob er die Energie hätte, mit Harry zu streiten. Er erinnerte Harry an Draco, als dieser am Anfang zu den Dursleys kam, und er fühlte einen Stich der Sorge. »Ich hab einen Hauselfen angeheuert«, gab Harry zu. »Zusätzlich zu Creature?« fragte Snape. Angeekelt kräuselte sich Harrys Nase automatisch bei dem Klang von Creatures Namen. »Ja, offensichtlich hat dieser dieses Haus nicht mehr geputzt, seit die Mutter von Sirius vor Jahren gestorben war. Ich habe eine, die offensichtlich eine bessere Hilfe ist. Potter, wir können hier keine Hauselfen gebrauchen, die nicht gebunden sind.« »Das weiß ich auch«, sagte Harry und ignorierte Snapes Ton. »Also, ich habe eine an mich gebunden.« Snape blickte ihn abschätzend an. »Erzähl mir nicht, dass du diese Dobby-Kreatur an dich gebunden hast.« »Merlin, nein«, rief Harry mit Entsetzen, »ich würde das nicht überleben.« Er hätte schwören können, dass er Snape kurz belustigt grinsen sah. »Wen dann?« Harry blickte den Mann unsicher an. »Winky«, gestand er leise. »Hm«, sagte Snape verstehend, »ich bin beeindruckt, Potter. Sie ist sicherlich eine kluge Wahl, insbesondere wenn du ihre Geschichte kennst.« »Ich mache mir keine Sorge wegen ihrer Treue, nicht nachdem sie sowieso gebunden ist.« »So ist es«, sagte Snape, bevor er an seinem Tee nippte. Harry fand die Situation ein wenig unwirklich, insbesondere nach dem feindseligen letzten Treffen. Er muss dem Mann öfter Tee anbieten, beschloss er sich. »Ist es dreist anzunehmen, dass das von dir erwähnte Baby der Grund ist, einen weiteren Hauselfen zu erwerben?« fragte Snape samtig. Harry versteifte sich. Er wollte nicht wieder wegen Victoria streiten und versuchte die Antwort so friedlich wie möglich ausfallen zu lassen. »Ich brauche Hilfe, weil ich nicht auf ein Baby aufpassen und gleichzeitig einen Krieg beenden kann.« Snape starrte ihn intensiv an und Harry wollte sich am liebsten winden, auch nachdem er seinen Blick auf den Tisch gesenkt hatte. »Potter, ist es ein illegitimes Kind?« fragte er. »Ja«, antwortete Harry wahrheitsgemäß, »sie war nur nicht sein illegitimes Kind. Ich habe von Victoria erfahren, als ich am Anfang des Sommers zu den Dursleys kam. Ihre Mutter hatte wegen all dem, was passierte, Angst. Ich nahm mich ihrer an, und leider ist ihre Mutter und die Familie ihrer Mutter bei einem kürzlichen Überfall umgebracht worden. Ich bin der Einzige, auf den sie sich im Moment verlassen kann.« »Ich nehme an, dass deine Freunde über die neuesten Entwicklungen nicht informiert sind«, sagte Snape
und Harry wusste, dass es keine Frage war. Er schüttelte einfach seinen Kopf. Seine Freunde wussten es nicht und wenn sie es herausfanden, war er sich nicht sicher, ob ihn zuerst Ron wegen seinem Kontakt zu Draco umbringen würde oder ob Hermine wegen der Bindung an Winky ihm die Freundschaft kündigen würde. Abgesehen von allen politischen und sicherheitstechnischen Fragen fand er im Großen und Ganzen, dass es im Moment klüger wäre, seine Freunde nicht einzuweihen. Die Weasleys nehmen an, dass ich nach meinem Geburtstag am Ende des Monats zu ihnen in den Fuchsbau ziehe. Ich hoffe stattdessen, so schnell wie möglich hier einzuziehen, wenn Winky das kann, sagte er und zeigte auf die makellose Küche. Dann kann sie sich ja auch das Haus in den nächsten Wochen bewohnbar machen. Es wäre sehr viel praktischer, wenn du hier leben würdest, sagte Snape zustimmend. Heute werden wir an deinen Oklumentik-Fähigkeiten arbeiten. Wir werden einen der Räume säubern lassen, um später an deinem Verteidigungstraining weiterzuarbeiten. Harry blickte ihn überrascht an. Sie werden mich trainieren? Potter, du wärst schon tot, wenn du in der Nacht in Hogwarts jemand anderem als mir gegenübergestanden hättest, sagte Snape einfach. Zumindest warf er ihm nichts vor, sondern stellte nur eine Tatsache fest. Harry fühlte sich unwohl. Das habe ich bereits herausgefunden, räumte er ein. Das war mit ein Grund, dass ich erkannt habe, auf welcher Seite sie wirklich sind, obwohl es etwas gedauert hat, um mich zu beruhigen, das zu verstehen. Er sah Snape nervös an. Ich wünsche mir, dass sie mich trainieren. Ich hatte nur nicht gedacht, dass sie es freiwillig tun. Ich habe an meiner Oklumentik während der vergangenen paar Wochen gearbeitet und ich bin mir sicher, dass ich mich verbessern kann, aber ich bin bereit, den nächsten Schritt zu tun. Es passierte schnell, aber Harry war nicht überrascht, als Snape plötzlich seinen Stab zog und Legilimens sprach. Harry war nicht vorbereitet, aber er schaffte es, seine Schilde schnell genug aufzubauen, sodass Snape nicht durchbrechen konnte. Draco machte das in den letzten Tagen zu den unglaublichsten Zeiten und Harry war inzwischen richtig gut, Angriffe abzuwehren. Snape beendete den Spruch und hob überrascht eine Braue. Tatsächlich. Vielleicht bist du so weit, weiterzugehen. Ich bin vorbereitet, hart zu lernen, sagte Harry schnell. Ich muss trainieren, damit ich besser kämpfen kann, und ich muss an den Aufgaben, die Dumbledore mir hinterlassen hat, arbeiten. Ich brauche ihre Hilfe, und ich habe verstanden, dass sie mir nicht wirklich helfen konnten, solange ich nicht gelernt habe, meine Gedanken abzuschirmen. Wir haben eine beschwerliche Zeit vor uns, warnte ihn Snape. Ich weiß, sagte Harry und hob bestimmt sein Kinn. Aber ich bin bereit, das zu tun, was auch immer ich tun muss. Snape rollte mit den Augen. Werde jetzt bloß nicht übermütig. Bin ich nicht, protestierte Harry. Er neigte neugierig seinen Kopf. Warum sind Sie heute so ruhig? Fragte er verwirrt. Nett wäre nicht das richtige Wort gewesen, aber es wäre Harry beinahe herausgerutscht. Das geht dich nichts an, Mr. Potter, sagte Snape steif. Harry sah ihn abschätzend an. Sie sehen müde aus, als ob sie die ganze Nacht aufgewesen wären, riskierte er seine Beobachtung auszusprechen. Ich bin nachts oft stundenlang wach, aber ja, es war anstrengender als sonst. Und ich nehme nicht an, dass Sie mir sagen, was los war, sagte Harry und sein Ton klang leicht verbittert. Ironischerweise wusste Harry über den Überfall, an den Snape teilnehmen musste, und er wusste, dass Snape angewiesen worden war, mehr Tränke zu brauen. Es war ärgerlich, dass Snape ihm darüber nichts erzählen wollte. Wenn ich Informationen habe, die dich angehen, werde ich sie dir mitteilen. Es gibt nichts, was du wissen müsstest bezüglich der gestrigen Geschehnisse. Potter, du kannst nicht jeden retten. Der dunkle Lord benachrichtigt seine Anhänger nur kurz vor einem Überfall und ich muss ebenso meine Position schützen. Harry atmete schwer aus und rieb sich unbewusst die Schläfen. Das wusste er bereits von Draco. Draco brachte ihm den Tagespropheten mit und erzählte Harry, was in der Zeitung nicht stand. Es gab nichts, was Harry tun könnte, und trotzdem war es gut zu wissen. Also, wie wollen Sie mir die Informationen zukommen lassen, wenn Sie etwas Verwertbares haben? Deine Hauselfe wird Nachrichten überbringen können. Harry rief Winky und befahl ihr, dass sie Snape folgen müsse. Und dann sahen sie sich einen der Wohnzimmer an. Snape gab ihr Anweisungen, wie er das Zimmer als Trainingsraum eingerichtet haben wollte. Sie würde daran arbeiten.
Danach wurde Harrys Oklomentik intensiv geprüft. Er war stolz, weil er es so gut machte, aber ihm war danach entsetzlich übel. Es war schon schwer genug, Draco aus seinem Geist zu halten. Snape aus seinem Geist herauszuhalten, brauchte anscheinend doppelt so viel Energie. Snape schickte ihn heim mit dem Auftrag, am nächsten Nachmittag zum Grimmelplatz zu kommen, und Harry ging schnell, bevor Snape sich dazu entschloss, ihn weiter zu quälen. »Wohin gehst du jetzt?«, fragte Draco zornig. »Ich muss was erledigen«, sagte Harry abwesend und zog seine Turnschuhe an. Mit seinen Gedanken war er nicht mehr im Zimmer. Er dachte schon daran, wohin er hingehen wollte. »Wirst du jetzt ständig verschwinden?«, schnarrte Draco. »Wahrscheinlich«, sagte Harry und blickte zu Draco und fragte sich, was ihn genau verärgert hatte. »Weg, um das Wiesel und das Schlammblut zu treffen?«, fragte Draco böse. »Eigentlich nicht«, dachte sich Harry. Er ging weg, um Dracos Freund zu treffen. Er hatte von Blaze am Montag eine Eule erhalten, der zugesagt hatte, sich mit Harry zu treffen. Und jetzt, 2 Tage später, wunderte sich Harry wieder über seinen Geisteszustand. »Nennen Sie nicht so«, rügte Harry lasch. Draco runzelte seine Stirn. Harry fühlte sich befriedigt, dass er nicht auf diese Art reagiert hatte, die Draco von ihm erwartete. Er fragte sich, ob sich Draco so fühlte, als ob er von Harry verlassen wurde, und daher käme das Ganze. Auch wenn er sich nicht so fühlen sollte, musste sich Harry selbst gestehen, dass es ihm selbst so vorkam. Er hatte sich an diese morgendlichen Besuche richtig gewöhnt. »Meine Freunde habe ich, seit ich Hogwarts verlassen habe, nicht mehr gesehen. Ich werde mich bald mit ihnen treffen müssen, aber ich bin diesen Sommer zu sehr mit dir und Victoria beschäftigt.« Draco hatte immer noch die Stirn gerunzelt und zuckte bei Harrys Kommentar etwas zusammen. »Arbeitest du an einem sicheren Platz für uns?«, fragte er zögerlich. Harry nickte. »Das ist eines der Dinge«, gab er zu. Das war nicht gerade das, woran er jetzt gerade arbeitete, aber er hatte schließlich die Dinge am Grimmelplatz ins Rollen gebracht. »Ich hoffe, dass alles bis zum Ende des Monats aufgeht«, fügte er hinzu. Er war sich sicher, dass das Haus bis dahin fertig wäre und hoffte, dass er bis dahin die Dinge mit Snape klären konnte, auf die eine oder andere Art. Draco gab keine weiteren Kommentare ab, aber er entspannte sich sichtbar. Harry küsste Victoria auf die Stirn, sagte ihr, dass er zurückkehren würde, blickte nochmal Draco an und war dann aus der Tür. Harry war weit davon entfernt, entspannt zu sein, als er zur Winkelgasse apparierte und in den tropfenden Kessel schlüpfte. Er machte Blaze beinahe sofort aus und war dankbar, dass dieser wenigstens allein war. Leider erblickte Tom Harry auch beinahe zeitgleich. »Harry, schön, dich zu sehen. Was kann ich für dich tun?« »Heute nichts, danke«, sagte Harry und schüttelte seinen Kopf. »Ich gehe nur durch. Ich habe heute einiges in Muggel-London zu erledigen.« »Pass auf dich auf«, warnte ihn Tom. »Heutzutage ist es nirgendwo sicher.« »Das werde ich«, versicherte ihm Harry und schritt durch die Tür. Er ging eilig und ließ den tropfenden Kessel bald hinter sich. Endlich kam er bei dem kleinen Park an, in dem sie sich treffen wollten, und lehnte sich gegen eine der Bänke, während er auf Blaze wartete. Blaze kam eine Minute später an und lehnte sich gemütlich an einen der nahen Bäume. Für jemanden, der sie beobachten würde, sahen sie einfach wie 2 Freunde aus, die sich zu einem Gespräch getroffen haben, auch wenn keiner von beiden so entspannt war, wie es schien. »Sabini«, sagte Harry und beobachtete den anderen Jungen genau. »Was willst du, Potter?«, fragte Blaze. Dass der gleich zum Punkt kam, kam Harry sehr gelegen. »Ich möchte wissen, ob du und deine Familie in diesem Krieg wirklich neutral sind.« Die Augen von Blaze weiteten sich unmerklich. »Wie kommst du darauf, dass wir neutral wären?« Harry zuckte mit den Schultern. »Ich weiß, dass du das Mal nicht trägst und auch nicht deine Mutter, auch wenn du nicht aktiv auf meiner Seite stehst.« »Woher genau weißt du, dass wir nicht gekennzeichnet sind?«, fragte Blaze stirnrunzelnd. »Ich habe Voldemort gefragt, als wir das letzte Mal gemeinsam Tee tranken«, antwortete Harry sarkastisch. Blaze zuckte bei dem Namen zusammen und blickte Harry finster an. »Du bist genauso liebenswürdig dem dunklen Lord gegenüber wie ich.« »Warum sagst du dunkler Lord?«, fragte Harry und sprang sofort auf.
Dass Blaze sagte, dass er Voldemort nicht mochte, sagte ihm gar nichts, da sowieso niemand mit dem Bastard befreundet war. »Weil ich mein Leben einschätzen muss«, sagte Blaze gedehnt. »Ja, meine Mutter und ich versuchen neutral zu bleiben, aber ich weiß, dass er mich aufnehmen möchte, sobald ich aus Hogwarts rauskomme. Und wenn Hogwarts nächstes Jahr nicht wieder öffnet«, das Ende des Satzes ließ er offen, »dann wird Voldemort dich wahrscheinlich bald aufnehmen«, sagte Harry lahm und beendete den Satz für ihn. Blaze nickte einmal. Harry sah ihn abschätzend an. »Deswegen hast du einen Treffen mit mir zugestimmt, oder?« stellte er eher fest, als dass er fragte. Er hatte es riskiert, Blaze zu schreiben, war aber immer noch schockiert, tatsächlich eine Antwort erhalten zu haben. »Wenn nicht bald etwas passiert, das die Dinge ändert, dann bin ich aufgeschmissen«, sagte Blaze frei heraus. »Ich kann, so viel ich will, sagen, dass ich neutral bin, aber das ist nicht sehr praktisch.« Harry gluckste dunkel. »Du steckst zwischen mir und Voldemort fest. Lausige Auswahlmöglichkeit für jemanden wie dich, aber wenn du dich schon für eines entscheiden musst, dann kannst du dich wenigstens für das entscheiden, wo du nicht bei der erstbesten Gelegenheit umgebracht wirst. Du hast gesehen, was mit Malfoy letztes Jahr passiert ist, und du willst sicher nicht, dass dir das Gleiche widerfährt.« Blaze Augen verengten sich. »Potter, warum hast du mir geschrieben? Du bist dir offensichtlich über meine begrenzten Wahlmöglichkeiten im Klaren, aber ich habe angenommen, dass du mich als Feind siehst.« Harry steckte demonstrativ seinen Zauberstab in seine Tasche, bevor er mit einer Hand durchs Haar fuhr, als er sich fragte, was er ihm antworten sollte. Er konnte Blaze nicht sagen, dass er Kontakt zu Draco hat. Dafür traute er keinem anderen Slytherin. Es war eine Sache, für sich selbst etwas zu riskieren, aber eine andere, die Geheimnisse eines anderen preiszugeben. »Ich hatte nie ein Problem mit dir«, sagte er langsam. Er warf einen langen Seitenblick auf Blaze. »Es scheint so, als ob du auch kein direktes Problem mit mir gehabt hättest.« Blaze blieb still, aber Harry hatte ganz klar seine volle Aufmerksamkeit. »Ich brauche alle Verbündeten, die ich bekommen kann«, sagte Harry, und Blaze Augenbrauen hoben sich. »Suchst du wirklich Unterstützung von mir, einem Slytherin? Wen sollte ich sonst fragen? Glaubst du, ich hätte zu Malfoy gehen sollen?« fragte er sarkastisch. Blaze Augen wurden wieder klein. »Geht es darum? Du willst von mir Informationen über Draco?« Harry rieb sich seine Schläfen. »Ich weiß über Malfoy bereits Bescheid«, sagte er lahm, was mehr als wahr war, mehr als Blaze sich vorstellen könnte. »Du weißt einen Dreck über ihn«, höhnte Blaze. »Trotz allem, was er getan hat, willst du ihn immer noch verteidigen?« fragte Harry und blickte finster drein. Er konnte nicht glauben, dass er in dieser Position war und so handelte, wie er es ganz sicher vor nicht so langer Zeit gemacht hätte. »Das lag nicht an ihm«, sagte Blaze wütend und verteidigte seinen Freund. »Ich hasse den Bastard. Er hat Todesser in Hogwarts hineingelassen und er versuchte, Dumbledore zu töten«, sagte Harry kalt. »Sag mir bloß nicht, dass er unter dem Imperiusfluch stand. Das mache ich auch nicht.« »Scheiße, Potter. Ich weiß, dass es Draco vermasselt hat, aber er ist gefangen in etwas, das größer ist als er selbst. Er hat das alles bestimmt nicht gewollt. Hat er aber gemacht. Du weißt das und ich weiß das.« »Scheiße, jeder weiß das. Ist er dein Freund?« Blaze drehte seinen Kopf, um über den Park zu blicken. »Ich habe ihn nicht gesehen, Potter, wenn du das wissen möchtest.« »Wenn du ihn gesehen hättest, hättest du es mir erzählt?« Blaze warf Harry einen Seitenblick zu. »Wahrscheinlich nicht«, gab er zu. »Ich habe mich zu einem Treffen mit dir entschlossen, weil es närrisch wäre, die Chancen auf irgendeine Form von Schutz zu verzichten. Das heißt nicht, dass ich für Schutz bereit bin, meine Freunde zu verkaufen.« »Was glaubst du, was ich für dich tun könnte?« fragte Harry. »Warum gehst du nicht?« Er hatte keine Vorstellung, wen Blaze ansprechen könnte, der ihn auf irgendeine Weise helfen könnte. »Du hast gerade festgestellt, dass ich nirgendwo hin kann, oder? Das Ministerium ist nutzlos, und wenn ich dort um Schutz bitten würde, würden sie mich wahrscheinlich einsperren. Keiner der Professoren in Hogwarts vertraut mir, nach dem, was Draco getan hat. So traurig es auch sein mag. Jetzt bist du der verdammte Anführer der hellen Seite. Du hast absolut recht, als du sagtest, dass ich zwischen dir und dem dunklen Lord feststecke«, sagte er verbittert.
Hat Voldemort schon versucht, dich zu rekrutieren?« Blaze zuckte wieder zusammen, schüttelte aber den Kopf. »Noch nicht. Aber ich bin mir sicher, dass er das am Ende des Sommers machen wird.« Er blickte Harry offen an. »Ich bin kein Mörder und ich habe auch nicht vor, einer zu werden.« Harry rieb sich die Schläfen und versuchte, die kommenden Kopfschmerzen wegzuwünschen. Dieses Treffen mit Blaze entwickelte sich komplizierter, als er angenommen hatte. Er hatte die Informationen bekommen, auf die er gehofft hatte. Er wusste, wo die Loyalität von Blaze lag, und er war Draco immer noch treu, auch wenn er denen, was sein Freund gemacht hatte, nicht beipflichtete. Er hatte nicht wirklich gedacht, dass Blaze ihn um Hilfe bitten würde, und er war sich nicht ganz sicher, was er machen sollte. »Ich schätze, es gibt mehr Slytherins, die in der gleichen Situation sind wie du. Einige, aber nicht viele in unserem Jahrgang. Die meisten wurden von ihren Familien vereinnahmt, den Dreck, den der dunkle Lord erzählt, zu glauben. Die meisten meiner sogenannten Freunde haben nicht wirklich erkannt, was mit Draco letztes Jahr passiert ist. Aber ich schon, und ich möchte nicht Teil davon sein.« »Was ist mit Parkinson?« fuhr Harry an. »Du willst mir doch nicht erzählen, dass sie nichts mitbekommen hat, so wie sie die ganze Zeit an Malfoy klebte.« »Pansy ist eine verblendete, ignorante Schlampe«, sagte Blaze, und ein bösartiges Grinsen erleuchtete sein Gesicht. »Du kannst dich glücklich schätzen, dass du bei ihr immer richtig gelegen hast.« »Ich lag auch bei Malfoy richtig«, sagte Harry und blickte finster und hielt den Anschein aufrecht. Seine Gedanken waren immer noch bei der Pansy-Schlampe statt bei Draco. Es war gut zu wissen, dass es immer noch einige Slytherins gab, die er vom ganzen Herzen hassen konnte. »Wir werden uns über Draco nicht einig«, sagte Blaze dumpf. Harry verstand, dass sie das Gleiche dachten. Blaze vermisste seinen Freund und war um ihn besorgt, genauso wie Draco Blaze vermisste. Harry fragte sich, wie er sich fühlen würde, wenn plötzlich Ron und er auf unterschiedlichen Seiten des Krieges wären. Nicht, dass das jemals passieren würde, aber wenn, dann wäre Harry absolut wütend deswegen. Er war nicht sonderlich glücklich, so wie er eigentlich sein sollte, bei dem Gedanken, dass Blaze und Draco sich wieder versöhnen könnten. Er nahm an, dass es zumindest gut war, dass keiner von ihnen ein Todesser sein wollte, und darauf sollte er sich konzentrieren. »Ich bin nicht sicher, was ich für dich tun kann«, sagte er langsam und dachte über einige Dinge nach. »Ich nehme an, dass du im Moment ziemlich sicher bist. Wärst du bereit, unterzutauchen, wenn Voldemort erscheinen sollte, dich zu rekrutieren?« Blaze verzog eine Grimasse, nickte aber. »Hoffentlich wird es nicht so weit kommen«, sagte Harry grimmig. »Ich habe die volle Absicht, Voldemort so schnell ich kann zu vernichten. Trotzdem kann ich Hinweise brauchen.« Er blickte Blaze abschätzend an. »Bist du bereit, jegliche Informationen, die du erhältst, weiterzugeben?« »Ich weiß nicht viel, Potter«, sagte Blaze zornig. »Im Moment bin ich technisch gesehen neutral. Damit erzählen mir die Leute nicht viel, was vor sich geht.« »Ich glaube, dass du viel mehr weißt, als du preisgibst«, spottete Harry. »Aber mach es so, wie du meinst. Das ist die Abmachung. Du weist mich ein, in was auch immer du sagen kannst oder du dich wohl genug fühlst, weiterzugeben.« »Wie auch immer. Ich möchte insbesondere die Namen derer, die in Gefahr sind, von Voldemort ungewollt rekrutiert zu werden. Wenn Voldemort dich kontaktiert, musst du mir das sofort mitteilen. Bereite dich darauf vor, dich zu verstecken. Wenn es soweit ist, werde ich dir dann einen sicheren Ort anbieten, wohin du gehen kannst.« Blaze stimmte widerwillig zu und sagte, dass er Harry bald eulen würde. Kurz danach gingen beide in unterschiedliche Richtungen und Harry machte sich auf den Weg zu seinem Training mit Snape im Grimmelplatz, während sich seine Gedanken um Slytherins und ihre Loyalität drehten.